ein Zauberkunststück, ja? Na, nur schön. Noch bevor ich gehe, werde ich euch noch dieses Malbuch zeigen. Seht ihr, hier drin sind wunderschöne Bilder, aber ein Arzt wie ich hat nicht so viel Zeit, sie auszumalen. Also kann mir vielleicht einer von euch helfen? Wie heißt du? Harmony. Harmony, was für ein schöner Name. Gib dem Buch einen kleinen Klaps, damit etwas Farbe hineinkommt. Oh wei, vielleicht war der Klaps etwas zu stark. Oh oh, seht ihr, sie hat die ganzen Bildchen verschwinden lassen. Also vielleicht, vielleicht hilfst du mir. Wie heißt du? Kelsey. Kelsey, gib dem Buch einen leichten Klaps. Oh, das war wirklich sehr sanft. Und wie ihr seht, hat das jetzt tatsächlich funktioniert. Hä? Vielen Dank, ihr seid wirklich sehr nett. Hey, seht mal da. Der größte Zauberer der Welt, Dr. Sloane. Wenn ihr ganz nett seid, können wir ihn vielleicht überreden, uns ein paar Tricks zu zeigen. Ja, ja. Herzlichen Dank, ja. Jessie. Liebe Kinder, ich werde euch gern ein paar Taschenspielertricks vorführen. Und zwar mit diesem Tüchlein hier. Ich stopfe das Tüchlein in meine Faust und ich werde euch jetzt schon verraten, dass ich es einfach verschwinden lassen werde. Man stopft es einfach in die Faust hinein, bis es so winzig ist, wie es nur geht. Puste mal bitte drauf. Und puff, weg ist es. Toll. Danke, vielen Dank, meine Damen und Herren. Zeigen Sie uns noch was. Jesse, könnte ich Sie bitte mal kurz draußen sprechen? Ja, klar, okay. Alle Mann ins Bett, ihr müsst euch ausruhen. Und wenn ihr ganz brav seid, wird euch Dr. Sloane morgen vielleicht wieder einen Trick zeigen. Ab ins Bett, ab ins Bett.